Hallo, wo geht's zu einer Folge Minecraft Eternity und ich bin wieder euer Skateboard. Was haben wir diese Folge Minecraft Eternity gemacht? In der letzten Folge waren wir ja im Versteck. Im Versteck der Bösen. Also in deren Palast, kann man das so sagen? Ich glaube schon, dass das so ein Palast ist. Aber wir waren bei Dings, bei Evil Skateboy, General Tay, alle Bösen, Professor Void. Alle vereint in deren Versteck, Leute, wo die bösen Pläne spielen und 1 Milliarde Magma-Monster sind, Leute. Wir konnten uns mit Dings, wartet, den beiden Morphs durchmorphen, ohne dass sie uns bemerkt haben. Außer am Ende, wo ich euch den Kristall zeigen wollte, weil ich so im Hype war und dumm war, mich demorpht habe. Aber ja, Leute, dann haben wir den Todeskristall bekommen, wartet. Den kann ich euch auch noch mal zeigen, Leute. Da wir haben jetzt alle Kristalle, Leute. Aber uns fehlt noch eine wichtige Sache. Der Ewigkeitshandschuh. Der fehlt uns. Wir haben die Kristalle, könnt ihr ihren Power benutzen. Aber wir brauchen noch was, um die zu handeln. Wisst ihr, Leute? Wie bei Marvel, dieser Infinity-Handschuh. Den Gauntlet. Okay, Stark hat auch seinen eigenen Handschuh gecraftet. Aber wir brauchen halt irgendwas, um die ganzen Sachen zu handeln. Um halt die Power zu benutzen, die wir brauchen. Ihr versteht, glaube ich. Wait, Leute. Fällt nicht auf, Leute. Aber ich habe den Kristall hier reingepackt, Leute. Der Kristall des Todes. Hier, Leute. Der, ich glaube, ist das der stärkste? Ich würde sagen, das ist der stärkste, Leute. Ja. Guckt euch der Todeskristall, weil der konnte einfach so ein ganzes dieses Verderben Magma Monster Serum erstellen, Leute. Also, wenn ihr nicht alle Folgen geguckt habt, mit dem Kristall konnte man irgendwie so ein Serum, soweit ich es verstanden habe, das Ganze erstellen. Und der ist irgendwie die Hauptessenz. Ja, Leute. Und der macht eigentlich das ganze Verderbende, würde ich jetzt aus meiner Intuition heraus sagen, Leute. Aber jetzt haben wir wirklich alle. Wir haben, und die Schwerter, wir haben den Raum, wir haben den Ressourcen, wir haben die Zeit, wir haben den Realität, wir haben Leben und jetzt Tod, Leute. Wir haben alles. Jetzt brauchen wir nur noch diesen Handschuh, Leute. Diesen Ewigkeitsgauntlet brauchen wir nur noch. Zack, zack, zack. So. Und oh, okay, wenn wir Bonusblöcke haben. Oh, Leute, wir können gleich mal gucken, wie weit unsere Dings-Fähigkeiten so sind. So. Und zack. Die wir auch hier gesammelt haben, Leute. Wir sind Level 30 laufen und Level 34 Dings Holzfällern. Wir sind sehr wack unterwegs, Leute. Aber wir haben es auch nie so richtig benutzt, Leute. Aber naja, Hauptsache wir haben den Todeskristall jetzt und haben alle Kristalle. Wir brauchen nur noch, wie ich gesagt habe, Gauntlet. Darum kümmern wir uns noch, Leute. Aber erstmal habe ich was ganz Wichtiges euch zu zeigen, Leute. Ich habe es Folgen hin und her geschoben. Seit Anbeginn des Projektes rede ich davon. Ich habe hier oben schon Dings, die ganzen Designs, Leute. Ich habe es getan. Ich habe Dings. Wait. Leute, ihr könnt euch bestimmt schon denken. Ich habe 2 Designs gemacht. Einmal Eternity und Knochensager V3, Leute. Weil immer zu jedem Projekt mache ich ein Knochensager-Shirt, Leute. Und hier, das ist erstmal Eternity. Hier mit allen Charakter auf Eternity. Und mit Schatten, weil es einfach logisch ist, Leute. Hier, wir haben hier alle drauf, Leute. Ich finde es nice. Wir haben hier vorne mich, wir haben Patrick, wir haben Erwin, wir haben Christopher, wir haben da hinter mir Freyla, wir haben links Baby Scale mit Greeny, wir haben diesen Gefängnistypen, wir haben Slato, wir haben Kebab mit allen seinen Kebab Bodyguards. Okay, ich habe, oh, Leute, ich habe bei Kebabs Handenfälle gemacht. Egal, Leute.
Egal, Feld sind menschlich. Ja, der schwarze Punkt, ja, passt schon, Leute. Ein bisschen mit den Schatten verkackt. Aber ja, wir haben hier jeden drauf, Leute. Eigentlich jeder, der im Projekt war, haben wir hier drauf, Leute. Okay, außer Luca und Fabi, weil... Naja, die waren nur so eine Bonusfolge. Ich fand jetzt nicht, dass sie so richtig... So, die gehören jetzt nicht so 100% zum Projekt. Und so Character aus dem Projekt, die einfach... Die beiden waren einfach random da. Ja, Leute. Trotzdem könnt ihr die beide mal abchecken. Und ja, Leute, hier haben wir jeden drauf. Und beim Knochensager V3 haben wir halt aus Skaten Wars, Sparkle und Eternity die wichtigsten Charakter, halt größtenteils die Schurken und dann halt unsere Freunde, Leute, hier. Oben haben wir die ganzen Magma-Monster mit Dings, da. Evil Skelly, den Time Master, wir haben eigentlich jeden, Leute. Guckt, ihr seht, jeden. Ja, wir haben eigentlich alle drauf. Und Leute, wenn ich hier noch irgendwo einen Online-Picture-Frame habe, kann ich... Ah, hier. So. Ich kann euch die ganzen Motive nochmal in groß zeigen. Oder wartet, Leute, wir machen Santa, machen wir. Zack, wir machen... so. So. Wait, Leute, ich brauche kurz Link. Ah, hier. Da. Da, da, da. So, 3x3. So. Und, Leute, wait, es lädt kurz, es lädt. Hallo? Spiel, kannst du bitte laden? Ah, hier haben wir es, Leute. Wait, Center. So, Leute. Das Eternity Design. Hier. Sieh es nochmal in komplett HD. Hier, wir haben hier alle drauf. Sogar die, die mal böse waren und dann wieder gut wurden. Wir haben hier jeden. Sogar den Typen. Ich weiß noch nicht mal mehr, wer der Typ war. Den kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber wir haben hier jeden drauf, Leute. Soweit ich mich erinnere, ist hier jeder. Okay. Hä? Habe ich da kein Fail? Oder habe ich nur auf dem T-Shirt? Ah, keine Ahnung, Leute. Auf dem T-Shirt kann sein, dass ich mich da beim Einfügen Fail gemacht habe, aber... Egal, Leute, wir haben hier echt alle drauf. Ich feiere das Design extrem. Leute, und jetzt lupschen wir nochmal schnell in das, den Knochensager V3 rein, Leute. Wait, das muss auch nochmal kurz laden. Das ist easy. Aber wir haben es ja hier in klein schon mal. Da, wir alle will. Ah, hier, gut. Ja, das gute Knochen sagen, auch wenn es schäbig aussieht. Ich habe es einfach für die Nostalgie genommen. Hier Violia, Greeny, Frailer mit ihrem Magma-Monster da sein. Dann hier ihrem bösen Darth Frailer Dings. Dann hier Vox, Baby Skelly, Nina, die gute alte Dings Kay. Wir haben hier Caitlin und Linda. Wir haben hier den Osterhasen. Wir alle, wir haben die Bösen. Alle hier, die wichtigsten Bösen. Aus Skaten Wars, Sparkle, Eternity. Wir haben hier alle Leute. Ja. Das hier sind die Designs. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die so findet, Leute. Ich finde die fresh. Jetzt haben wir. Vielleicht kann ich nochmal irgendwann mal zu Dings Eternity nochmal so ein Schurken-Shirt machen. Oder so, Leute, keine Ahnung. Ja, die Designs können wir schnell mal hochbringen zu unseren anderen Shirts, die wir oben haben. Jetzt haben wir wieder eine schöne große Auswahl. Weil wir haben ja unsere Bombenrüstung, also brauchen wir halt nicht die T-Shirts. So, das Eternity-Shirt kommt da hin und das... White. Ich habe kein T-Shirt-Platz mehr. Was? Leute, ich hab das Baby-Scale-Shirt nicht mit einberechnet. Das hat alles kaputt gemacht. Aber egal. Wir machen Dings, Sticks habe ich. Sticks habe ich im Inventar, wie jeder treue Minecraft. Treue Minecraft-Spieler. Ja gut, da habe ich erstmal komplett reingefällt, Leute. Zack, zack. So. Hier Armor Stand.
Boah, Leute, wisst ihr, früher konnte ich das Rezept von Amos denn nie, jetzt kann ich's. Okay, ich kann immer noch nicht das Rezept von zum Beispiel Raketen oder so. Aber das muss man nicht können. Und Leute, hier haben wir alles. Hier, Knochensager V2, V3, wartet, V3 kommt dahin. V2 dahin, wo haben wir V1? Da haben wir V1. Kommst dahin. So, du kommst. Wartet, Leute, wir müssen die kurz sortieren. Dings, so, hier. Das Skeleton War Shirt. Das Spark Shirt, okay, das hat keine Flammen. Und das Eternity Shirt. Knochensager V1. V2. V3. Ja, Leute. Das sind meine T-Shirts, die ich gemacht habe. Oh, Leute. Mann, Ken. Ah, die guten alten T-Shirts, die sind schon so eine Zeit meiner Vergangenheit. Unserer Knochensager-Geschichte, Leute. Aber was ich diese Folge eigentlich machen wollte, ich wollte mich wieder rückmorphen in den hier, in den Geist, um wieder bei den anderen jetzt den Handschuh zu suchen, Leute. Weil wir sind ja nach oben gegangen und so, und oben der Kristall, und wir haben ja unten noch diesen komischen Raum gefunden. Da möchte ich nochmal rein, Leute. Und vielleicht noch woanders ein bisschen gucken, wenn der da irgendwie nicht ist. Der Raum kam mir suspekt vor und, Spiel, hallo? Okay, Leute, wir haben's. Oh, ich dachte kurz, ich wäre ich. Aber ja, Leute. Wait, das Spiel müsste gleich wieder flüssig für euch laufen, Leute. Aber die Magma-Monster erkennen immer noch nicht, dass ich es bin. Die sind echt sehr hohl, Leute. Aber egal, Hauptsache, die greifen mich nicht an. Dann ist alles gut, Leute. Dann ist alles gut. Hi. Ich bin nur ein kleiner Geist. Leute. Aber das ist schon eine monströse Festung. Was mir einfällt. Wir wissen gar nicht, ob die Bösen überhaupt hier sind. Die sind nicht so hohl wie die Monster hier. Also könnten die erkennen, dass ich nicht einfach nur ein dummer Geist bin. Okay, Leute. Aber hier. Was haben wir hier eigentlich? Leute. Hauptsache, wir finden bald diesen Handschuh, Leute. Okay? Ich würde sagen, wir gehen hier runter und gucken mal hier. Weil hier waren wir ja auch nur kurz. Haben diesen Raum hier gesehen, Leute. Und warum sind hier mehr Magma-Monster? Waren hier letzte Folge nicht weniger? Aber guckt dieses Podium an. Das verrät irgendwas. Wartet, Leute. Das sieht aus wie diese Blöcke, womit ich hoch und runter switchen kann. Von der Textur her, nur das hat eine andere Farbe, Leute. Leute, ich versuch's mal. Okay, Leute, es hat funktioniert. Was ist hier, Leute? Was ist das? Leute, ist das nicht so ein Ding, was der Professor auch hat? Ist das nicht so eine Art schwarzes... Warum haben die so eine Art schwarzes Loch? Okay, Leute, das ist nicht gut. Aber was haben die... Nein! Leute, wir müssen hier wieder hoch. Zack, ich möchte mir nichts anderes morphen, das greift mich an. Was ist das? Leute, echt skurril. Und ich möchte es eigentlich gar nicht sehen. Warte, was, Leute, was geht hier ab? Wenn hier so Laser sind, muss da auch irgendwas sein, wartet. Leute, kann man hier irgendwas erkennen? Das ist ja irgendwie Laser... Irgendwas, Leute, da wickt sich was. Sind irgendwie Laser, wo man an irgendwas nicht rankommen soll? Alles klar. Wie weird ist das denn? Aber, Leute, was ist hier passiert? Leute, hier ist irgendwas ausgebrochen. Ich hoffe, wir kriegen es nicht auch noch damit zu dingsen. Dass wir dagegen kämpfen müssen, wisst ihr? Aber was haben wir hier? Weil es ist irgendwie interessant hier zu sehen, was die hier haben. Was ist das? Hatte der Professor nicht auch so ein Ding, Leute? Was ist das? Okay. Ich will jetzt eigentlich gar nicht wissen. Haben die hier ihre Haupterfindung? Warum haben die da mich? Leute, versuchen die hier Tests an mir zu machen? Oh, es ist nicht gut, Leute.
Aber was haben wir? Hä? Frailer ist doch geheilt. Leute, soll das jetzt... Wir hatten ja mal dieses Klon-Ding, Leute. Wo wir die ganzen Klone hatten, diese Klonarmee von Frailer. Soll das wieder so ein Wirt sein, woran sie es klonen können? Okay, das ist das Einzige, was ich mir erklären könnte, Leute. Aber, warte, Leute. Das sieht nach so einem Handschuh aus. Wartet. Wartet. Ist das... Leute, Leute. Ist das... Ist das... Ich brauch den. Leute, Leute. Das müssen wir uns zu Hause angucken. Aber seht ihr, der Ewigkeitshandschuh, Leute. Wir haben ihn. Hier, der Urhandschuh. Leute, wir haben den Ewigkeitshandschuh. Jetzt brauchen wir nur noch die Kristalle mit dem Fusionieren. Wie das funktionieren soll, keine Ahnung, Leute. Aber wir müssen nach Hause. Wir müssen nach Hause, Leute. Okay, wir haben jetzt den Todes- und Ewigkeitshandschuh. Dafür, dass die Bösen so mächtig sein sollen, haben die es echt schlecht gesichert, wenn deren Chefs nicht da sind, Leute. Aber wir können uns zack, 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 ja, haben ihn, Leute. Guckt ihn euch an, der ist prachtvoll, der Handschuh, Leute. Der ist prachtvoll. Und hier 6 Slots für Kristalle. Okay, wir haben hier einen für den Daumen, für den Zeige, Mitte, Ring und Kleinfinger. Und dann noch ein Haupt, den stärksten, Leute. Okay, ich bin mal gespannt, welcher dieser Hauptkristall ist, wer dann der stärkste von den ganzen ist, Leute. Okay, den Handschuh, den werde ich im Inventar behalten. Ich behalte den im Inventar, Leute. Aber krass. Okay, Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann rüber, sammeln alle Kristalle, gehen mal zum Professor und fragen, wie wir die mit dem Handschuh fusionieren können, Leute. Ja, ich würde sagen, das wäre es mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonnieren. Und sonst, sag ich ciao. Leute, wuiiii.